Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu Die Retzkes. Heute mal aber in einer wirklich, wirklich, wirklich unbekannten Umgebung. Und zwar sind wir gerade, ich werde es nicht fassen, in dem Piercing-Raum von unserem Lieblings-Tattoo-Studio, zwar Studio 56 in der Olmhauer Straße, von Mamas besten Freundin, die hier Tätowiererin und Chefin ist. Und ich rede wahrscheinlich voll schnell, aber es kommt auch davon, weil wir sind ein bisschen nervös, weil wir haben heute einiges vor, wie ihr im Titel ganz bestimmt schon entnehmen konntet. Nein, konnten wir nicht. Nein, konnten wir nicht. Werden wir heute uns um die 7 bis 8 Piercing stechen lassen. Insgesamt. Ja. Insgesamt. Was wir machen. Ja, ihr denkt euch jetzt so, hä? Und was wollen die jetzt mit den 7 bis 8 mal stechen? Genau, ich kann ja schon mal bei mir mal anfangen. Ich zeige euch mal ein Foto, was ich halt total schön finde. Also ich möchte, dass es irgendwann so bei mir aussieht und ich bin jetzt ungefähr, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ungefähr so weit und eins ist leider schon rausgefallen. Und hier sind sogar, hier ist auch eins schon rausgefallen. Ja, hier ist, ich weiß nicht, beim Sport, Haare waschen und weiß ich was, es ist halt rausgefallen und das sind hier mittlerweile, ich glaube 4 oder so. Ich möchte hier noch 4 haben, sodass es halt schön nach oben geht und dann wünsche ich mir halt ein Septum. Ja Leute, hallo, ja, ganz kurz. Ja, sie wünscht sich, sie kam gestern drauf überhaupt nicht klar. So, meine Mutter sagt so, ja, ich mach mir mal morgen Septum. Wie gesagt, an den Ohren, also ich mach nur am Ohr, weil ich habe ja im Gesicht viel. Ja. Und ich weiß nicht hundertprozentig, was ich jetzt genau machen werde. Ich habe schon eine Ahnung, aber das wäre mir dann mit euch dann zusammen auch nochmal gleich Doreen, wenn wir dort sitzen. Genau, ich würde das halt auch nochmal mit Doreen und die würde dir sagen, das steht dazu, das sieht gut ganz aus. Ganz genau. Weil sie halt dann auch noch einen Blick dafür, die sagt, oh, in deinem Oh, sieht das komisch aus, also das würde besser aussehen. Also es ist eigentlich total entspannt. Ich würde einfach vorschlagen, wir machen jetzt die Kamera aus, gucken mal, wo Doreen ist, weil sie, glaube ich, jetzt da irgendwie noch einen Kunden irgendwie gerade verabschiedet hat. Und, oh mein Gott, ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Also Nadeln in der Form sind mir echt ungeheuer. Das Ding also, ist, es sieht halt einfach geil aus mit dieser Septumklammer. Und ja, oh Gott. Dieses Gewicht darf ich schon. Weihnachtsbaum. Kronleuchter. Kronleuchter. Also alles Weihnachten. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitgenommen. Also ich glaub, ja, natürlich, auch mit dem Sarg. Und Mann, da, wenn da drinnen, das kennt ihr ja alles schon. Ja. 100 Softboxen haben sie jetzt auch. Die Softboxen und so, ja. Hallihallo. Hey. Celine, was ich jetzt mache? Genau. Also, oh, kein Fall schlafen. Nö. Also, Conch, Tragus, Tragus, Rook, Außen. Felix. Felix. Ja. Hallo! Und was sagte Doreen? Doreen sagte, ne, schlafen ist heute nicht mein Ding. Oh no. Scheiße. Ja, nicht nur heute. Und du machst 4 am Ohr und Septum. Läuft bei euch. Bist du nervös, wenn ich an? Ich bin auch total nervös. Aber sag mal, Yvonne, du hast doch auch einen Conch. Nee, Heidi. Da. Auf ja, der Seite. Wieso machst du heute nicht auch auf der Seite ein? Ich hab's geahnt, du Assi. Ich meine jetzt nur so, wenn du schon dabei bist. Irgendwie so ein kleines Tier so reinbeißt. Warte. Du machst entspannt. Was kommt jetzt? Tragus. Tragus? Tragus ist der entspanntere Teil, deshalb dachte ich, mach mal jetzt mal was ja, entspannteres. Okay, klar, logisch. Ich bin hier hinten. Fertig. Ah. Voll entspannt klang das gerade. Oh. Geht's dir gut? Ja. Die linke Seite ist ein Arschloch. Ist aber beim Tunnel auch so gewesen. Und das Ohr wächst und wächst. Und ausatmen. Okay, das war easy. Alles gut. Das war easy? Das war ich beschissen. Das ging. Was ist denn mit dir nicht richtig? Das ging. Das war wirklich. Das war easy. Nee, ist klar. Oh Gott. Komm, zitter ich so, ey. Guck mal. Das sitzt hier, hey. Das geht wirklich hell. Ich brauch irgendwas, wo ich drücken kann. Sollen wir Jason holen? Oder Flo? Oder Falk? Mehr haben wir jetzt nicht. Irgendjemand cooles vielleicht? Was? Irgendjemand cooles? Jason, ist cool.
Falk, you can come in too. Someone to hold a hand. Woo! You need to use your nose out your mouth and don't think about nothing but your breath. Also, atme. Mehr ist es nicht. Bewegen, ne? Ja. Ja. Conny. Okay. So, zeig mal. Yay. Yeah. Und? Läuft bei dir. I want to get it. Cool. Krass. So, die Septumzange. Ist mal mega geil. Mama denkt schon nur so, oh, what the fuck. Aber die Zange ist am schlimmsten bei einem Septum. Au. Ja, geht. Mann, ey. Das ist doch dumm. Das ist doch eine super dumme Sache. Beim Septum, sag ich dir vorneweg, das Problem ist, dass man halt ja nie immer 100% garantieren kann, ob es gerade ist oder nicht. Wenn die Nasenschädel von Natur aus ist, kann es immer passieren. Wenn er zu groß ist, schief ist. Aber wenn er wegen Hundes rund ist, dann. Nein, der kann so ja sein. Stell dir mal vor, der. So. Ach so. Mhm, das so, das ist, ja. Das kippt halt, genau. Willst du vorher mal tasten? Aber das siehst du kaum. Das passt, das siehst du erst. Aber man sieht das nicht. Du sagst Bescheid. Es gibt nie bei mir Bescheid. Ach komm, Bescheid. Das war morgen mal hier. Aber warum machen wir denn das Dümmste zuerst? Nein, das ist das Dümmste. Das ist das Entspannteste, Mama. Septum ist das Normalste. Wichtig ist, dass du den Kopf nicht irgendwie nach hinten ziehst, weil dann tust du dir selber weh mit der Zange. Ja? Ich setze jetzt einmal die Zange an, das ist das Schlimmste. Okay? Ja. Kannst du das mal bitte vormachen? Ja. Hier, Mama. Okay, das ist echt hübsch. Aber es tat wirklich echt scheiße weh. Wie ungewohnt, guck mal. Ja, super krass ungewohnt. Das sind so doof, ey. Fürs nächste Mal. Erst probiert, dann gepierst. Schön, Ding. Wie süß du so zusammenzuckst. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Das tut ja richtig ganz vergessen. Puh, ah. Das tut genau weh. Ja. Sorry, Yvonne, du musst auch. Ja, kein Problem. Du. Oh, oh, das sieht aber schön aus. Oh Gott, das ist auch. Ja. Oh, das ist aber so, da ist er wirklich wie so, als ob er einen Hamster durchbeißt. Krass. Oh, sieht das schön aus. Ja. Das sieht wirklich schön aus. So habe ich mir das auch vorgestellt. Der Trago ist perfekt. Aber ich bin richtig durch. Ich bin richtig durch. Ja. Ich bin hoch. Ja. Ein bisschen später, wir haben uns jetzt umgezogen, weil es geht jetzt hier raus, weil der Laden macht auch zu. Genau, Feierabend. Und Yvonne und Doreen haben jetzt Schluss. Ja. Wir zeigen euch jetzt nochmal alles. Also hier. Tragus und Conch. Schön. Wie ist bei dir auch so? Es geht, es geht, es geht. Mein Ohr ist richtig heiß. Okay, das ist schon. Und dann hier. Nur ein bisschen höher halten die Kamera. Genau, super. Genau, ich bin richtig verliebt in meine Wu. Also sprich 5 auf einmal. Und wie viel hast du jetzt auf einmal gemacht? 3. Ja. Nee, 4. 4. Also auch krank. Stimmt. Da hat sie 2 gemacht. Genau. Und da 4. Genau. Und hier wollte ich jetzt nicht, weil ich in Ruhe schlafen wollte. Oh, es tut ganz schön weh. Oh, nicht so nah ran.
Okay, aber labern wir gar nicht lange, ja, sondern beenden dieses Video jetzt auch mal. Das war auf jeden Fall echt ein krankes Video, was wir jetzt hier gedreht haben. Also 9 Piercings am einen Tag. Schon abgefahren. Schon krank. Na gut, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt uns das unbedingt mit einem dicken Daumen nach oben. Also allein für diese Aktion brauchen wir einen dicken Daumen nach oben. Mit einem sehr dicken, dicken Daumen. Oh ja, die haben euch ganz so lieb. Mega, mega lieb. Und von die Zuschauer von uns jetzt an. Kiao. Oh Mann, ey.